Hey Leute, XXHörner hier, und gestern hattet ihr die Chance, mir eine Frage zu stellen, die ich jetzt beantworten werde. Und sorry für alle, bei denen ich die Frage vielleicht übersehen habe. Hey guys, it's me, XXHörner, and yesterday you got the chance to ask me something, and now I will answer you. Let's go. Kommen wir zur ersten Frage. Turner, würdest du gegen mich ein 1-1 machen, ist meine Frage. Add mich in Game. Also wanna play. Mit 1 vs 1 sieht es zurzeit schlecht aus, weil ich habe nicht wirklich die Lust dazu. Vielleicht legt sich das irgendwann mal wieder, ich denke mal schon. Und dann können wir vielleicht mal eins machen. Wieso nicht? Kommen wir gleich zur nächsten Frage. Seit wann zockst du Combat Arms und wie bist du drauf gestoßen? Also, ich zock Combat Arms seit der Beta-Version. Ich glaube, das war im Dezember 2008 damals. Und ich bin durch meinen Halbbruder drauf gekommen, der hat es damals auch echt gezockt, echt gesuchtet. Und ich habe mich irgendwie drin verliebt in Combat Arms. Obwohl jeder weiß, wie schlecht das ist, aber naja, so bin ich halt drauf gekommen. Kommen wir direkt zur nächsten Frage. Wann kommt die Montage und warum kann sie kein anderer machen als MCD Maker? Warum bezahlst du nicht einfach jeden Monat 50 Euro, wenn es irgendwie mit Partnern nicht hinhaut? Und wenn du die Montage hochlädst, kannst du auf jeden Fall wieder Partner werden. Naja, ich möchte halt von Montage zu Montage besser werden und ich könnte mir keinen besseren Editierer vorstellen als MCD Maker. Und jeden Monat 50 Euro ihnen zahlen, ist mir auch ein bisschen zu viel. Also ist mir ein bisschen zu schade für Combat Arms 200 Euro auszugeben. Also tut mir leid, Jungs. Vielleicht werde ich demnächst Partner und dann wäre es kein Problem, ihnen das Geld zu zahlen. Gut, kommen wir zu Frage 4. Wie machst du deine Videos? Setzt du dich an den PC und frappst die ganze Zeit, wenn du zockst, oder wie machst du das? Natürlich muss ich mich an den PC setzen. Und ich frapp's wirklich die ganze Zeit durch. Also, ich kann auch gar nicht mehr ohne Fraps spielen, dann ist mir die Maussensibilität viel zu hoch, weil durch Fraps die ja ein bisschen gesenkt wird. Und hab mich halt so dran gewöhnt. Hast du schon mal gehackt? Nee, ich hab noch nicht gehackt. Ich habe auch noch nicht dran gedacht, weil ich denke mal, es macht viel mehr Spaß, mit eigenen Skills in Unbelievable zu ziehen als mit Hacks. Machst du auch noch Montagen, die über 5 Minuten gehen? Ja, klar, hatte ich auch vor. Wenn ich die Partnerschaft hätte, dann würde ich sofort eine machen. Yo, just look in the description. Are you going to record a mini-tage or a montage without sniper rifle? I'm not sure. You know I love sniping, so I think not. Do you have a new account? Nope, I still play with my account, the real one. Mit welchen Tasten machst du Quick Switch? Also, ich mach das normalerweise mit QQ. Warum hat deine Partnerschaft mit TGN Turner nicht geklappt? Und sind die Anforderungen bei Maschinima niedriger oder genauso schwer? Und probierst du es nochmal? Die Partnerschaft mit TGN hat nicht funktioniert, weil ich einen Copyright-Song benutzt habe. Und das heißt bei YouTube sofort rausschmiss. Also haben die mir sofort die Partnerschaft gekündigt, was ich leider ein bisschen schade fand. Anstatt die mir erst eine Verwarnung geben oder irgendwas in der Art, weil ich kannte mich echt noch nicht aus mit dem ganzen Programm und das fand ich schon ein bisschen bitter. Und bei Maschinima sind die Anforderungen natürlich erheblich höher, weil das ist das größte Netzwerk in YouTube und das ist halt extrem schwerer als bei kleineren Netzwerken wie bei TGN oder sind Next Gamer. Und ja, ich probiere es nochmal mit meinem neuen Channel hier, Machinima Turner. Nicht bei Machinima, sondern bei Vapor. Und ich hoffe, dass ihr mir da schöne Unterstützung gibt, Jungs. Have you ever used Hacks? And when did you start sniping? No, I never use tags. I think it's funnier to get unbelievable with real skills. And I started with sniping at the beginning of my career. Hey Turner, hast du Nexen genauso wie ich? Also, erstens, hast du mit Doppel-S geschrieben? Nicht böse nehmen, ja. Und ich hasse Nexen über alles. Die kriegen echt nix auf die Reihe. Also, die ziehen echt den ab und sind einfach keine guten Leute.
How old are you? I am 18 years old. What is your favorite food? My favorite food is pizza. So, ich habe jetzt leider keine Lust, das alles vorzulesen, also beantworte ich es einfach schnell. Also, gehackt habe ich nicht. Maus und Headset schreibe ich in die Info unter dem Video. Ich wohne in Deutschland, Berlin, Spandau. Meine Nationalität ist Deutsch, und ich bin in einer Ausbildung. Wieso spielst du mit dem Gerg-Account und nicht mit dem The Real One? Also, ich hatte einen 15-Tage-Ban wegen Megaphone-Abuse, weil ich nach dem 100. Kick oder was weiß ich ein bisschen angepisst war und ein paar schlimme Wörtchen in Megaphone reingeschrieben habe und ja, deswegen den 15-Tage-Ban. How did you get so good and since when you playing games? I don't know, but I play since I'm 14 years old and my first game was Counter-Strike. Spielst du eigentlich nur Snow Valley? Nee, aber ist halt meine Lieblingsmap. Du hast mal eine Zeit lang mit CA aufgehört und meintest, das Spiel wäre scheiße. Wie kam es dazu, dass du wieder mit CA angefangen hast? Also, das ist eine Frage, die ich dir einfach nicht beantworten kann. Ich weiß es auch nicht, wieso. Dummheit, wer weiß. What is your mouse sensibility? My mouse sensibility is 15. Wie schaffst du es immer zu treffen? Natürlich treffe ich nicht immer. Also, es gibt bei mir auch Momente, da treffe ich echt gar nichts. Also, es sieht in meinen Videos natürlich halt immer so aus, als treffe ich immer. Aber wie jeder andere nehme ich natürlich meine besten Clips nur raus. Hast du irgendwie Tipps, wie man im Quickscopen besser werden kann? Und welche NX-Sniper ist am besten zum Quickscopen? Also, ich kann dir nur einen Tipp geben, üben. Also, ich habe da echt keine Technik dazu. Ich habe es auch allein durch mich selber gelernt. Und ich denke mal, die Arctic oder die Super Magnum, also mit denen kann man nichts falsch machen. Zu welchem McFit gehst du? Also, ich gehe zu meinem McFit hier in der Nähe. Es liegt am Zitadellenweg in Spandau, Berlin. Und ja. Was ist deine Zockergeschichte? Damit ist gemeint, wie du angefangen hast, Ego-Shooter zu spielen, speziell Combat Arms gemeint. Und wie lange spielst du insgesamt schon? Und wie lange hat es ungefähr gedauert? Und was musstest du machen, um so gut zu werden? Oder warst du sozusagen ein Naturtalent? Zum Beispiel anderthalb Games in CR und direkt am Believable. Also, meine Zockergeschichte ist nicht so atemberaubend. Ich habe mit 14 angefangen, Counter-Strike zu zocken, ein Jahr lang. Und bin dann gleich zu Combat Arms rüber gestiegen. Hab mir dann Videos auch angeguckt auf YouTube. Kellermann und Amnesty, die alten Säcke. Und war nicht sofort der übelste Pro, aber ich habe es dann doch irgendwie hingekriegt, mir das Quickscopen abzugucken ein bisschen und mir selbst beizubringen von den alten YouTubern oder CR-Zocker-Legenden. Und ja, so kam das halt. Wieso der Name XX Turner? Das haben mich echt schon viele gefragt und es hat wirklich einen Hintergrund, wieso ich so heiße. Und jeder, der Cosmo und Wanda kennt, fällt sofort ein, ach, Timmy Turner. Ich war damals noch 15 und habe das damals halt noch geguckt und hab mir halt gedacht, nehme ich halt den Namen. Es war mir damals ein bisschen Schnuppe wie Scheiße. Und das XX ist halt nur so ein bisschen zur Verzierung halt. Wie kriege ich leckere, harte Hornhaut? Also mein Freundchen. Im Internet gibt's alles. Einfach mal ein bisschen suchen und dann hast du vielleicht Glück. Mit welchem Programm filmst du? Also ich filme mit Fraps. Liegt das am PC und Skills oder nur an den Skills? Weil mein PC leckt und ich war mal bei meinem Cousin und hab gezockt. Und ich ging da richtig ab. Also was für ein PC könntest du für mich empfehlen? Also, man kann so viel Skills haben wie man will, aber wenn es leckt, dann ist es halt so. Dann kann man auch nicht viel machen. Also ich denke mal, du brauchst schon beides, um richtig gut abgehen zu können. Und ich würde dir empfehlen, was auch billiger ist, dir selbst einen PC zusammenzubauen. The montage will coming if I get my partnership and then I can pay Extremis, MCD Maker, and he will finish my montage and then I can upload it on my main channel.
How did you become famous? With which clip and when? I become famous overnight with my second montage, X-External Tapes Say Unbelievable. And this was 2 years ago. Zockst du nur Combat Arms oder auch andere Games, wie zum Beispiel MW3 oder so? Also, wenn ich zocke, dann zocke ich echt nur Combat Arms. Ich habe ein Wallpaper für dich gemacht. Davon ist ein Speedart auf meinem Channel. Würdest du mal reinschauen, es vielleicht liken und kommentieren? Ja, ich könnte mal ja vorbeigucken. Warum nicht? Magst du Bratwurst? Ja, eigentlich schon. What's the sensitive of your mouse in Combat Arms and how much DPI you use from your mouse? I can't tell you my DPI, I don't know that, but my sensitive in Combat Arms is 15. Warum machst du so viele Kanäle? Also, ich habe 4 Kanäle. Ein Kanal, der heißt Teenage Kill X-Externer. Da habe ich meine Copyright-Videos hochgeladen. Also meine alten Montagen und alles. Und dann habe ich noch meinen Channel TGN Turner. Mit denen habe ich ja leider meine Partnerschaft verloren. Aber im Sommer wird mein Strike dort gelöscht. Und dann kann ich es eventuell nochmal probieren. Und mein Main-Account kennt ihr, Machinima Turner, mit dem ich jetzt zurzeit versuche, bei Vapor Entertainment eine Partnerschaft zu kriegen. Und meinen ältesten Channel kennt ihr, aber leider kann ich mit dir nichts anfangen, X-Erased Entertainment. Und das ist, warum ich so viel Channel habe. Wie oft änderst du deinen Namen? Oder wie schnell levelst du? Also, ich versuche halt so oft wie möglich meinen Namen zu wechseln, damit ich undercover bleibe, weil ich halt das Spam einfach nicht aus in Combat Arms, weil ich will ja probieren, mich zu konzentrieren, und wenn mich einfach jeder vollschreibt, dann kriege ich es einfach nicht hin. Und mit schnell leveln verstehe ich dich nicht so ganz, weil ich habe jetzt in 2 Monaten, glaube ich, nur 4-5 Level gemacht. Und naja, im Gegensatz zu anderen ist es eigentlich ein bisschen low. Ein bisschen langsam. Do you know that you are very famous in Brazil? Yes, I knew that, but I don't know why. Warst du auch mal schlecht oder hast du wie TDK schon ganz am Anfang Fantastics gezogen? Ich denke mal, ganz am Anfang hat jeder schlecht gespielt auf TDK. Und der Skill kam erst ein paar Monate später. Which West do you use? Currently I use the Recon West. I know it's not very skilled, but if other guys can use females and species, I can use some noob stuff too. Moinsen Turner, Frage Nummer 1. Hast du eigentlich mit wem das Quickscope in CA geübt? Zum Beispiel irgendwie öfters mit Teenage Kill oder so, bis ihr richtig gut wart? Moinsen erstmal. Nee. Ich hab das damals alleine geübt. TDK wahrscheinlich auch. Zweite Frage von dir war, wenn du Anfang jetzt nicht so gut quickscopen konntest, wie hast du es geübt, sodass du immer weißt, bevor du anscopest, dass du ihn sicher treffen wirst? Ich habe echt keine Ahnung, ob ich jemanden treffe. Es kommt einfach so aus dem Gefühl. Und deine dritte Frage war, wie hast du es geschafft, so bekannt zu werden? Halt durch meine zweite Montage, Time to Say Unbelievable, über Nacht halt. Aber ich habe auch extrem hart und lange an der Montage gesessen. Also ich habe damals auch Schule geschwänzt, gebe ich zu, bin ich nicht stolz drauf, aber ist halt eine gute Montage draus geworden. Und ja, kannst du mal so eine Serie machen, wo du Tipps verrätst, wie man besser wird? Also, ich habe nicht wirklich Tipps. Ich mach's halt aus dem Bauchgefühl und kann euch leider nicht helfen. Moinsen erstmal. Ich habe gerade echt keine Lust, das vorzulesen, also beantworte ich es dir so schnell. Wie alt bist du? Also, ich bin 18, wohne in Berlin-Spandau. Mehr Details kriegst du nicht. Im Real Life mache ich halt ganz normale Sachen wie jeder andere. Aber ich kann drauf stolz sein, dass ich kein Nerd bin. Why does it seem like you lag a lot more than before? No. Because I changed my render settings from MP4 to WMV.
How long have you been playing FPS games and how long have you been playing Combat Arms? I play FPS games since 5 years and Combat Arms since 4 years. When are you gonna get the partnership? My recruiter told me that I will get it in 1 week. In-game FPS, mostly 120 if I'm recording. Habe dich letztens im Fireteam gesehen, hast mich leider gekickt, als ich deinen Namen erwähnt habe. Muss ich dich leider enttäuschen? Ich habe seit ungefähr einem Jahr kein Fireteam mehr gezockt. Da musst du wahrscheinlich mit dem richtigen Gerke gezockt haben, weil ich habe mir den ja nur ausgeliehen, weil mein Hauptaccount ja gebannt ist. Aber heute ist ja vorbei. Alles klar. Why do people say that you hack? Maybe they are jealous, I don't know. Turner, wie geht's? Gut, und dir? Okay, kommen wir erstmal zu meiner letzten Frage von Rings. Frage 1. Welchen YouTuber findest du am besten? Vom Skill her? Ich habe das jetzt nicht geschrieben, damit du Rings sagst. Vielleicht kennst du bessere. Ja, Rings, ich kenn bessere, obwohl du ein krasser Gamer bist, aber noch lange nicht so gut wie Extremis. Danach folgen halt die alten CA-Legenden, die kann einfach keiner toppen, wie Tidnish Kill, Nox, Kellermann, Skirka, halt alle die. Und welche YouTuber magst du allgemein? Ich habe eigentlich gegen keinen YouTuber was. Mögen tue ich eigentlich auch viele. Außer meine Hater, also die verstehe ich nicht ganz, die halte ich auch ein bisschen für dumm oder so. Weil ich nicht verstehe, was die gegen mich haben. Und ein kleines Dankeschön noch an dich, Rings, du weißt Bescheid. Und das war's erstmal. Bye, bye.